Ja, hallo liebe Funkfreunde oder solche, die es werden wollen. Dezibel rechnen ohne Taschenrechner, das treibt jetzt sicher dem einen oder anderen den Angstschweiß auf die Stirn, ist aber im Prinzip kein Problem. Und das solltet ihr auch ein bisschen verinhaltlichen, das hilft euch in der Prüfung definitiv weiter und auch im normalen Leben. So, was brauchen wir zum Dezibel rechnen ohne Taschenrechner? Wir brauchen dazu vier Regeln, die solltet ihr euch merken. Dann reden wir hier heute über den Dezibel im Leistungsbereich und der basiert auf dem Logarithmus mit der Basis 10. Er gilt nicht für Spannungen, ja, also hier aufpassen, die folgen nämlich dem Logarithmus 20. Dezibel ohne irgendein Bezugswerk dahinter ist erstmal nur eine Rechengröße, eine Zahl. Ihr braucht also immer eine Bezugsgröße. Das heißt, hier in der Literatur findet man oft zum Beispiel dBm, dB Watt, dB Mikrowatt. Das heißt also dBm für Milliwatt, dB Watt für Watt und Mikrowatt für Mikrowatt. Das ist dann der Wert, auf was sich das bezieht. Ja, also die Dezibel ohne irgendwas ist erstmal nur eine Zahl, aber ihr wisst nicht für was. Regel Nummer 1, die ihr euch ganz wichtig merken müsst, ist 0 Dezibel ist immer 1. Ja, das heißt 0 dBm mal hier mit dem Bezugswert ist 1 Milliwatt. 0 dB Watt wären dann 1 Watt. 0 dB Mikrowatt 1 Mikrowatt. Regel Nummer 2, die ihr euch merken müsst, die 10er dB Werte sind immer die Nullstellen hinter unserer 1. Das heißt folgendes. 0 Dezibel ist hier unsere 1, das hatten wir gerade gehört. Diese 1 hier oder 10 Dezibel sind diese eine 0 hier hinten. Die 1 hier oben hat bei 10 hier nichts mit dieser 1 davor zu tun. Bei 20 wird es jetzt ein bisschen deutlicher. 20 Dezibel, 2 Nullen hinter unserer 1. 30, 3 Nullen, 40, 4 Nullen und bei 120 Dezibel setzt ihr hier hinter die 1 die 12 Nullen und könnt damit rechnen. Ja, im Prinzip ist das hier oben unsere 10er dB-Reihe nichts anderes als 10er Potenzen. Dann haben wir die Regel Nummer 3. Alles, was auf 3 Dezibel endet, ist der Multiplikator 2. Das heißt, wir haben hier etwas mal 2 oder durch 2 zu nehmen. Endet irgendetwas auf 6 Dezibel, ist der Multiplikator 4, das heißt irgendwas mal oder durch 4. Regel 4 führt zu weit an dieser Stelle, kommt dann später, jetzt können wir schon mal rechnen. Wir suchen was mit 33 Dezibel, das soll mal unsere Rechengröße sein. Und wir wenden Regel Nummer 2 an, hier stecken also 30 dB drin, das heißt es ist eine 1 mit 3 Nullen, 1000. Dann kommt unsere Regel Nummer 3 zum Tragen, die ganze Sache endet auf 3 dB, das heißt wir nehmen hier x mal 2, für x setzen wir die 1000 ein und 1000 mal 2, wer hätte das gedacht, sind 2000. Das ist jetzt erstmal nur eine Zahl zum Rechnen. Jetzt kommt unser Bezugswert, 33 dBm wären dann also 2000 Milliwatt, 33 dB Watt, 2000 Watt, ja, und 33 dB Mikrowatt, 2000 Mikrowatt. Das gleiche machen wir nochmal hier für 46 Dezibel, auch hier suchen wir wieder die Rechengröße. Regel 2, wir haben die 40 Dezibel, die hier drin stecken, sind also eine 1 mit 4 Nullen, 10.000. Wir multiplizieren diese 10.000 mit 4 und kommen auf 40.000 und 46 dBm sind also dann zum Beispiel 40.000 Milliwatt, das ist so ein handelsübliches Mobilfunkgerät, 40.000 oder 46 dBm, dB Watt sind 40.000 Watt, das ist so ein Radiosender, naja und mit 46 dB Kilowatt kann man dann schon mit IT funken. So, Beispiel 3, das sind die Fallen, die in den Prüfungen gerne genommen werden, das sind 27 dB. Hier muss man jetzt mal ein bisschen mitdenken, ja, und zwar rechnen wir jetzt hier nicht die mit der 20, sondern wir rechnen mit 30, denn 30 minus 3 sind 27, ja, fangt also hier bitte nicht an mit 20 plus 6 und dann noch ein dB irgendwas dazu zu addieren. Wir nehmen also hier 30 minus 3 dB sind gleich 27 Dezibel und wir haben wieder unsere Regel Nummer 2, also 30 dB ist diese 1000 und diesmal müssen wir natürlich aufpassen, wir haben jetzt hier minus 3 dB, wir teilen also durch 2, wir multiplizieren nicht. Bleibt 500. Das Ganze nochmal für 24 dB gerechnet.
Das heißt, wir rechnen 1000 geteilt durch 4 und wir haben unsere Rechengröße von 250. Die Bezugswerte spare ich mir an dieser Stelle, sollte jetzt auch bei jeder begriffen haben. Regel Nummer 4, das ist die Bonusregel. Wer aufgepasst hat, es fehlen noch die Werte mit 1 Dezibel oder 2 Dezibel, was da endet. So, Rechengrößen, die mit 1 Dezibel enden, werden mit circa 25 beaufschlagt und was mit 2 dB endet, mit circa 60. Warum circa? Logarithmen sind keine linearen Funktionen. Also genauso wie Pi, was ich auf 500 Milliarden Stellen nach dem Komma berechnen kann, kann ich das auch mit diesem Logarithmus machen. Auch den kann ich auf 500 Milliarden hinter dem Komma berechnen. Ja, das heißt, sollte mal irgendjemand zu euch kommen und sagen, naja, das stimmt nicht ganz. Ja, der hat recht. Das sind 25,10 irgendwas Zahlenwerte. Ja. Das ist hier nur ein Näherungswert, aber er hilft zumindest beim grob überschlägigen Rechnen. So, wie kommen wir jetzt hier hin? Nehmen wir mal als Beispiel 11 Dezibel. Wir nehmen unsere Regel Nummer 2, die 10 steckt drin, ist eine 1 mit einer 0. Und wir beaufschlagen das hier mit 25% oder wir können es auch hier mit 10 mal 0,25 in den Taschenrechner eingeben. Dann haben wir hier 2,5, das heißt, ein Sender mit 11 dBm zum Beispiel hätte jetzt also 10 plus 2,5, 12,5 Milliwatt Sendeleistung. Ja, oder 12,5 Watt oder 12,5 Mikrowatt. Das gleiche machen wir jetzt noch mit 12 Dezibel. Das heißt, wir haben wieder hier unsere 10 und wir beaufschlagen mit 60 oder mit 0,6. Das heißt, wir kommen hier auf 6 Watt raus. Auf 6, Entschuldigung, und wir haben dann hier also einen Rechenwert von 16. Ja, ich denke, das hat bisher ja jeder verstanden, das ist ein bisschen Prozentrechnen, das kriegt man auch im Kopf hin. So, bleibt noch was alles, was auf 5 endet, also wir suchen jetzt hier 15 dB und das rechnet ihr mal selber. Denkt mal an das Beispiel 3 mit den 24 dB und dann rechnet ihr dann nochmal die 25% dazu und das ganze Ergebnis postet ihr in die Kommentare und erntet die Likes oder auch die Dislikes. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer Tom.